Hallo und willkommen zurück zu Secret of Mana. Wir sind noch immer in El Oasis und wir reisen jetzt wieder zurück zur Schneeinsel. Osterinsel, ja. Das kommt wegen den frohen Oster von den Robben oder was das da waren. Oder Seelöwen. Okay. Weihnachtsinsel. Ja, von der Weihnachtsinsel geht es ja auch direkt nach El Oasis, aber wir müssen jetzt sowieso erstmal in der Weihnachtsinsel ein bisschen was erledigen, bevor wir hier weitermachen können. Weil unser Vesuvio ist hier verschwunden und ohne den können wir nicht in den Feuerpalast rein. Gegner hier kommen wir ja unterwegs, aber mit Killen wollte ich gerade sagen. Ich verstehe manchmal nicht, warum die nicht angreifen oder dass sie manchmal echt nur dumm in der Gegend rumstehen und nichts machen. Gegner killen wir wieder mit. Hab's ja gemerkt beim Bosskampf, dass wir gut gelevelt sind von den Zaubern und allem her. Unsere Lebensenergie scheint nicht so besonders zu sein. Aber wir haben da ganz schön auf den Sack gekriegt, einen Feuerpalast. Aber ich denke mal, mit Vesuvio sollte man da besser klarkommen, was wir ihn haben. Wenn sie es mal angreifen würden und nicht nur nicht dumm in der Gegend rumstehen. Au. Haut doch drauf! Also da hat die KI, muss ich ganz ehrlich sagen, bei Secret of Mana von dem Hund besser funktioniert. Aber gut, man muss aber auch bedenken, dass Secret of Mana das neuere Spiel ist und dementsprechend ein bisschen besser ausgearbeitet in dem Punkt. Bonbon ist zu viel. Gut, jetzt sind wir bei Santa angekommen. Mal gucken, ob wie ihr Verhalten eingestellt ist. Nur auf Stufe 2. Okay, haben wir eine kleine Vollheilung. Au, erstmal den Eiswolf, der hier ist, bevor wir uns unten um die kümmern. Die werden wir natürlich schön von oben kletten, damit wir Ruhe haben. Ich wollte gerade sagen, Julia müsste eigentlich angreifen können. Ich glaube, die sind erledigt. Je weniger wir uns klappen müssen, desto besser. Hier war das Kanoni-Reisebüro.
Au. Quatsch doch das Schild an. Ja. Sag ich doch. Kanoni-Reisebüro. Ja, Frostköter hießen die. Stimmt, so war der Name. So. Ich frage unten oder links lang? Na gut, prügeln wir sie von oben nach unten und dann gehen wir mal links schauen. Sobald die Waffe hoch hat vom Level her, tauschen wir sie ja auch mal wieder aus und dann haben wir auch bald alles wieder hochgelevelt. Okay, das war mein Waffenlevel. Die Peitsche. Aua. Bleiben wir erstmal auf die Lanze. Au. Und Level up. Okay, da oben links geht es definitiv weiter. Julia Level 27, sehr schön. Also ihr merkt schon, wir sind noch anscheinend relativ unterlevelt von dem Gebiet her. So schnell wie wir Level-Ups kriegen. Au. Lanzen-Cooper. Okay. Der hätte nämlich jetzt ganz schön nervig sein können. Julias Waffenlevel gestiegen, sehr schön. Speer erreicht Level 3, das heißt, ihr könnt ihr die nächste Waffe ausrüsten. Kann sie nämlich mit der Peitsche weitermachen. Und danach kriegt sie die Lanze. Also ihr merkt schon, es hat alles Sinn, was ich da mache. Bisschen nebenher Level muss ja auch mal sein. Aber wir haben ja ganz am Anfang gemerkt, was passiert, wenn wir zu sehr rushen. Da sind wir nämlich einmal gefailed. Oben und unten ist ein Weg. Unten mehrere Wege. Gucken wir erstmal oben. Oben ist eine Sackgasse, die wollen wir eben clearen werden. Diana ein Level up, sehr schön. Die Wolken sollte man am besten immer schnell ausschalten mit Zauber, weil die könnten so dezent nervig sein. No, das war der falsche. Ich glaube, man kam auch nur mit Zauber dran. Zu viel Schoki? Es gibt kein zu viel Schoki. Okay, bei Seek of Mana schon. Au. Au.
Okay, das war der mittlere Weg, den wir gesehen haben. Gucken wir hier mal hoch. Weg damit. Nerviges Wolke. Oh, ein Lufti. Okay, hier oben geht's weiter. Sehr schön gemacht. Ach, schon wieder so eine Wolke. Diesmal wieder out of Mana. Okay, der Zauber auch gereicht. Also wissen wir nächstes Mal Bescheid, nehmen wir den Schwächeren. Au. Also am Gegner haben wir hier keine Mangelware zum Leveln. Das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich. Also sind ganz gut dabei von Zaubern und allem her. Bossfight. Christiana erstmal schnell eine Nuss. Ah, den kennen wir doch. Den schenken wir uns die Zauber. Den können wir auch so verprügeln. Ja, vor allen Dingen mehr von der guten Bossmusik. Lass mal heilen. Na komm, einmal darfst du zaubern. Na. Ein Speireier, okay. Okay, hat keinen Schaden gemacht an den. Bling, bling, bling. Das heißt, er hat jeden Schlag abgewehrt. Auf die Tür. Also. Haben wir jetzt zwar mal einen Nussverbrauch, aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja die Asche. Und weiter geht's. Bogenort erhalten. Kommen in Solaris. Ah, der war glaube ich wichtig, das heißt ja, quatscht die zuletzt an. Hier ist es immer warm, selbst wenn es, wenn es schneit. Ein Haus in dieser Gegend kostet so um die 1 Million Goldmünzen billig, oder? Es ist total in, hier in einem Ferienhaus zu haben. Ich komme aus Goldstadt. Da werden wir später, denke ich, auch noch landen, wenn ich mich recht erinnere. Da war es nicht gerade billig.
Dieser Ort ist wundervoll, oder was meint ihr? Ich liebe diesen Ort. Die haben sich aber auch teilweise echt komische Vögel ausgedacht von, von Square. Hey, ich kenne euch. Ihr schuldet mir noch eine Mark. Her damit. Ja. Die wollen wir ihre Mark. Ihr braucht schon Mana, wenn er hier ein Haus hat. Ja, das kann ich zaubern. Ich hasse Schnee und Eis. Oh, hey Leute, hier in Solaris wachsen sogar Bananen. Dufte, oder? Hey, ihr, könnt ihr mir mal gerade helfen? Das dauert nicht lange. Wir müssen nur aufpassen, dass der Ofen immer schön geschlossen bleibt, okay? Was war denn das? Soll ich mal lieber aufmachen? Nö, lieber nicht. Machen wir mal auf. Ihr könnt euch sicher schon denken, was da gerade passiert. Endlich bin ich Vesuvio, der Patron des Feuers. Unglaublich. Diese Typen haben mich tatsächlich als Heizung missbraucht. Naja. Ich danke euch vielmals, helfe euch ab jetzt. Vesuvio schließt sich an. Ihr Trottel, habt ihr diese Kinder nicht erkannt, Jungs? Genau. Jetzt ist Vesuvio weg, aus der Traum. Hä? Der Mana-Samen aus dem Feuerpalast? Wovon redet ihr? Pack doch mal den alten Mann, den wir dort gesehen haben. Klappe. Kommt, Jungs, wir gehen. Ja, jetzt haben wir wieder einen Zauber zu leveln. Nun ist es hier wieder ein bisschen kühler in dem Dorf. Boah, und die Einwohner scheinen auch alle wieder verschwunden zu sein. Ja, damit ist der letzte warme Ort auch kalt. Aua. Aua, verdammt. Feuerhagel 2, 4, 3. Nur den, den er am wenigsten braucht. Oh, stimmt ja. Die hat ja einen Waffenlevel abgehabt, wenn ich das richtig sehe. Schwert auf 4, das heißt jetzt noch Peitsche und Echsenlanze. Und dann war es das mit ihr. So. Ja, wir können eigentlich rein theoretisch auf die Usables bleiben, weil wir werden sowieso in erster Linie derjenige sein, der die heilen muss. Au. Nicht ganz so stark wie die Pike, aber was soll's. So,
Sehr schön. Einmal eine Gewitterwolke ausgelöscht. Die müssen wir leider immer mit Zauber erledigen. Geht ja nicht anders. Ihr habt ja gesehen, wir treffen sie nicht. Mal alles schön in eine Ecke quetschen und dann drauf. Nebenbei leveln wir noch unseren Zauber. Ein Koopa Troopa. Okay, oben rechts geht's weiter. Gucken wir erstmal hier links. Hier links geht's auch weiter. Hier ist die große Frage, links oder rechts? Okay, die Wolken haben nicht viel Leben, aber sind halt nur mit Zauber killbar. Gehen wir erstmal hier links gucken, wo wir landen. Ah, bei einem Raffi. Brr, diese Kälte. Und ihr, was wollt ihr? Kaufen. Ist zwar ein bisschen teuer bei der Karte, aber was soll's. Jo, da wir ja auch erst speichern können, würde ich sagen, wir machen hier mal wieder einen Cut und beim nächsten Mal werden wir wohl mal beim Eispalast landen. Und ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Dann danke wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.